So, früher Morgen. Wir suchen schon mal die Fliegen aus, die wir heute verwenden werden. Der erste richtig schöne Tag. Kein Wind und strahlend blauer Himmel. Da unten sieht man schon den schönen See. Du sollst sie nicht alle einzeln streicheln. Ja, ich muss noch den Wahnsinns. Okay. Also dann zeig mal einmal hoch. Das ist die Auswahl von heute.
drei Lieblingsstreamern. Das ist einer, der ist sehr fischähnlich, mit einem Offset-Haken, damit er nicht so im Kraut stecken bleibt. Habe ich bis jetzt noch nicht so oft gebraucht, da hier nicht so viel Kraut ist. Dann kommen wir zum nächsten, der schon sehr gut geht. Bei dem auch sehr schön. Farbe ist eigentlich egal, Hauptsache schwarz. Und jetzt kommen wir zu meinem Favoriten. Der fängt so viel und so gute Fische, dass er statt weiß am Kopf sogar rot geworden ist. Das war's schon für heute. Felt that wind blow, saw the lightning strike. Well, there's more storms coming. It sure was a sunny day. But there's more storms coming. More storms coming my way. Whistle floating on down the track. Baby's going and she won't be back. And there's more storms. Ja, bei mir läuft immer noch der Wettbewerb um das beste Stahlvorfach und das beste Hechtvorfach. Ich fische heute gerade, ihr seht draußen, ist ziemlich viel Wind und die Hechte beißen schlecht. Da eigentlich nicht Wetter, denke ich. Aber da habe ich Zeit, ein bisschen darüber zu reden. Ich fische hier gerade das Flexonit Expander, ein mehrfädiges Stahlvorfach, das tatsächlich jetzt seit vielen hundert Würfen noch völlig und mehreren Hechten noch völlig ohne Kringel ist und eigentlich einen ausgezeichneten Eindruck macht. Mit dem bin ich also sehr zufrieden. Es ist halt schwarz und manch einer mag sich daran stören, dass das vielleicht ein bisschen sichtig ist. Mike fischt schon die ganze Woche mit dem Special Pike Fluorcarbon von MB Fishing. Auch das ist ein sehr schönes, etwas stärkeres Vorfach. Wir haben es auch ruhig etwas länger genommen. Ist ja relativ unsichtbar, hat einen Durchmesser von 65, mehr braucht man nicht. Probleme hatten wir nicht damit.
Was auffällt, ist, dass doch gerade die Schlaufe hier unten von den Hechtbissen dann häufig etwas angekratzt ist und man dann noch mehr dazu neigt, das Vorfach auszuwechseln, da das Material auf einer 25 Meter Spule geliefert wird und gleichzeitig ausgesprochen preisgünstig ist im Vergleich zu Flexonit Expander und meinem dritten Kandidaten, ist es kein Problem, hier öfter mal das Vorfach zu wechseln. Schwierigkeiten hat man damit auch noch nicht und Mike hat schöne Fische damit gefangen, auch unseren bisher größten von über 85 cm. Natürlich auf seinen Red Head. So, der dritte Kandidat ist das Titan, und zwar Titandraht. Denn mit Titangeflecht hatte ich erhebliche Probleme, weil die einzelnen Fasern im Bereich der Schlaufen mit der Zeit gebrochen sind. Man spürte die Vorstehen und eines ist davon auch abgerissen. Auch das ist ein Vorfach, das ausgesprochen kringelfrei ist, macht sehr viel Spaß damit zu fischen. Allerdings, dieses hier ist sehr dünn, soll zwar auch 18 Kilo halten. Yeah, when you see me coming, Mister. When you see me coming, Mister. See this Biro. In the morning, just a little bit more, hey, oh, in the morning.
Weg.